Ich mag den Oktober. Jetzt, wenn ich dieses Video aufnehme, ist es Anfang Oktober. Und im Radio habe ich gehört, dass jetzt noch kein richtiger Blätterfall ist, sondern dass die Blätter, die jetzt runterfallen, zu Bäumen gehören, die nicht genug Wasser hatten im Sommer und vielleicht auch ein bisschen krank oder schwach sind. Als ich das gehört habe, dachte ich, so geht es mir auch gerade ein bisschen. Bei mir fallen auch schon die Blätter. Ich bin müde jetzt im Oktober. Richtig müde. Und erstaunlicherweise geht es vielen Leuten so. Viele sagen mir gerade, ich bin so richtig K.O. Ich glaube, das hängt mit dem Oktober zusammen. Der Oktober ist so ein Monat des Wandels zwischen dem heißen Sommer und vor dem trüben November. Der ist irgendwie dazwischen und lädt auch ein, zur Ruhe zu kommen. Ich muss da immer an die Geschichte von der kleinen Maus Frederik denken, die Farben für den Winter sammelt. So ein bisschen geht es mir im Oktober auch so. Ich möchte mich zurückziehen, möchte Farben sammeln für den Winter, möchte es mir gemütlich machen, es mir gut gehen lassen. Im Sommer ist immer so viel los und so viel zu tun und im Advent dann ja auch schon wieder. Der Oktober lädt ein, zur Ruhe zu kommen. Im Johannesevangelium heißt es, ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben und volle Genüge haben. Auf diesem Satz denke ich oft herum. Volle Genüge haben, da bin ich noch ziemlich weit davon entfernt. Ich habe nicht immer volle Genüge. Ich empfinde es zumindest nicht so. Da kann ich noch üben und lernen, dankbarer zu sein. Aber Leben, wirklich Leben, das ist ein Vorsatz, der mir im Oktober leichter fällt als in den anderen Monaten. Die Natur ist so herrlich bunt und ich liebe es, mit gemütlichen Schals nach draußen zu gehen, morgens, wenn es noch neblig ist oder am Nachmittag, wenn die Sonne durchkommt. Ich liebe Waldspaziergänge durch raschelndes Laub und ich finde, der Oktober lädt ein zu kleinen Pausen. Nochmal schnell in die Sonne setzen, obwohl die To-Do-Liste noch lang ist. Wer weiß, wie lange die Sonne noch scheint vor dem grauen November. Erst noch schnell eine heiße Tasse Tee kochen, bevor ich an den Schreibtisch gehe, weil es doch schon ganz schön kalt geworden ist draußen. Der Monat der kleinen Pausen, das ist für mich der Oktober. Und vielleicht ist dieser Wandel und die fallenden Blätter, auch wenn sie ein bisschen früher fallen, ja, Absicht und in der Natur ganz gut angelegt. Der Oktober lädt ein, zur Ruhe zu kommen, Farben zu sammeln für den Winter. Er ist der Monat der kleinen Pausen, damit wir leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Leben und volle Genügen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen herrlichen Oktober.